Ja, hier wird jetzt ein Smoothie vorbereitet. Das heißt, erstmal Quinoa wird eingefüllt, 3 Esslöffel da. Das sind 30 Gramm Quinoa. Jetzt müssen wir den zumachen, die Küche ist wieder dreckig. Aber das kommt schon mal vor beim. Und jetzt kommen noch die Kakaobohnen da rein. Und das Ganze wird jetzt zusammengeschraubt, um dann durchgemixt und klein gemixt zu werden. Zu klein gemahlen, könnte man sagen. Den Ton habe ich auch runtergeschaltet. Ich mache ja hier keine inszenierten Videos. Ich putze also nicht vorher die Küche und so weiter, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, sondern ich nehme das hier original auf. Jetzt kommt dann eine Banane hinein, in den anderen Mixbehälter, um also die Zutaten gleich die Süße für den Smoothie zu schaffen. Jetzt kommt noch die Dattelpaste, 30 Gramm oder 50 Gramm ungefähr, eine Scheibe, die schneide ich dann ab und das geht dann am Augenmaß, eine dünne Scheibe. Das mal gut eingefüllt, also Quinoa und so weiter. Und jetzt kommt noch ein Löffelchen Guarana für die Leistungsfähigkeit. Ich glaube, stirbt der bekannteste zum Schluss. Und dann kommt noch ein Löffelchen Kakaopulver. Dass ich vielleicht die Quinoa auch ersetze, mal durch Gerstenpulver, dass ich also Gerste durchmale anstelle von oder Hafer anstelle von Quinoa. Jetzt kommt noch Wasser dazu, wird also der Behälter mit Wasser aufgefüllt, ungefähr 400-500 ml. Dann wird das ja auch durchgemixt. Wird noch das Müsli vorbereitet. Dazu kommen 30 Gramm Gerste rein, Biogerste aus dem biologischen Anbau. Und dann kommen noch 3 Löffel Biohafer dazu, auch aus dem biologischen Anbau. Man sieht da hinten im Kühlschrank da oben die großen 10 Kilo Pakete, 5 Kilo Pakete, 2 Stück. Fülle ich jetzt also um. Ja.
so mein Morgenritual. Jeden Morgen dasselbe. Smoothie zu bereiten, den Müsli zu bereiten. Und heute probiere ich noch etwas Neues aus. Das kommt nachher. Und zwar werde ich... Ich habe noch Gäste von gestern über. Ich habe die nicht geschafft. Und die werde ich in einem Experiment in einen kleinen Behälter tun, in eine kleine Schüssel. Jetzt kommen noch ein paar Rosinen dazu. Und jetzt wird das umgerührt, das eingefüllt. Ich teste schon mal für morgen, ob ich das ersetzen kann. Ob ich also die Quinoa ersetzen kann jetzt durch Hafermehl und durch Gerstenmehl. Ja, ist wieder zu viel Wasser. Würde ich wieder mit ein paar richtigen Haferflocken auffüllen. Und jetzt stelle ich das da hinten zum Abdecken. So. Das wird weggeräumt. Jetzt wird das umgefüllt. Dann nochmal kurz anmixen. Ja, ich nehme jetzt wieder hier mit dem ADAP 19 auf. Und mache jetzt den Sprachkommentar dazu und spreche jetzt quasi in der Nachvertonung den Ton auf. Jetzt fülle ich quasi die Gäste, die ich gestern gekocht habe, die ich nicht mehr geschafft habe, die übrig ist. Die fülle ich jetzt in einen kleinen Behälter, in eine Müsli-Schale. Und dann probiere ich mal, ob ich den Kakao darüber bekomme, also mein Smoothie. Und das ist auch schmackhaft und nahrhaft. Das ist natürlich eine Überernährung. Das war jetzt ein spontaner Einfall quasi mit der Gerste. Das probiere ich jetzt nur mal aus und ob das essbar ist. Und ich hoffe, dass deswegen die Reste von gestern aufzubrauchen. Ich hätte jetzt nicht alles eingefüllt, sondern nur einen Teil. Und jetzt werde ich im zweiten Gang den Rest eine Schmeckprobe machen. Eine Schmeckprobe muss sein. Und was sagt der Chefkoch? Ja, jetzt will ich also, nachdem die Schmeckprobe positiv ausgefallen ist, den restlichen Gäste auch nein. Das Gemüse übrigens.